Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video Thema Wirtschaft. Heute soll es um die Marktwirtschaft und um die Planwirtschaft gehen. Und insbesondere, was diese beiden Wirtschaftsformen unterscheidet. Zunächst müssen wir uns klar machen, was der zentrale Unterschied ist. Und der besteht darin, wie die Wirtschaft gelenkt ist. Also, der Unterschied besteht in der Lenkung der Wirtschaft. Bei der Marktwirtschaft ist uns sicherlich klar, dass ganz allgemein formuliert wir, ja, unsere Haushalte und wir, unsere Unternehmen, unsere privaten Unternehmen, dass die Wirtschaft lenken. Das bedeutet, dass der Staat nicht eingreift, also nur die Rolle als Nachtwächterstaat einnimmt. Und das ist der zentrale Punkt. Und das ist total wichtig. Wir müssen begreifen, wir sind der Staat quasi. Ja? Also, die Lenkung der Wirtschaft. Erfolgt durch Haushalte und private Unternehmen, wäre die Kurzversion. Ganz wichtig noch einmal, der Staat greift nicht ein. Der Staat ist der sogenannte Nachtwächterstaat. Ja? Im Gegensatz zur Planwirtschaft, dort ist das völlig anders. In der Planwirtschaft ist die Lenkung der Wirtschaft sozusagen zentral gesteuert. Ja, wir können uns das so vorstellen, es wird im Prinzip vollständig durch den Staat mit Hilfe eines zentralen Wirtschaftsplans gelenkt. Ja, ich schreibe einmal auf, Lenkung der Wirtschaft erfolgt durch den Staat, ganz allgemein formuliert. Die wirtschaftliche Initiative oder nennen wir es Produktionsentscheidung, die erfolgt ganz allgemein durch private Firmen, durch Kaufentscheide, ja, durch Anreize und Belohnungen und so weiter. Ja, also noch einmal die wirtschaftliche Initiative, und das ist ein ganz relevanter Punkt. Na, das ist schief geworden, Entschuldigung. Egal, die wirtschaftliche Initiative, die erfolgt durch private Unternehmen, durch private Firmen, durch, nehmen wir Kaufentscheide, oder Gewinne, Preise, Verluste, Anreize, Belohnungen und so weiter. Also der Begriff wirtschaftliche Initiative ist hier sehr weit gefasst. Und bei der Planwirtschaft erfolgt diese wirtschaftliche Initiative etwas anders. Und zwar haben wir dort den Staat wieder im Mittelpunkt. Und dabei ist ganz, ganz relevant, alles läuft über eine zentrale Planungsbehörde. Diese zentrale Planungsbehörde, die gibt die sogenannten Plansollwerte für die Produktion und den Arbeitseinsatz vor. Ja? Das nur mal nebenbei. Also wie gesagt, diese gibt die Plansollwerte für Produktion und Arbeitseinsatz vor. Als nächstes müssen wir uns Gedanken machen, wem die Produktionsmittel gehören. Besitz der Produktionsmittel.
Ich denke, bei der Marktwirtschaft ist uns klar, wem die Produktionsmittel gehören. Ganz klar, Produktionsmittel sind das Kapital und das befindet sich im Privatbesitz. Und in der Planwirtschaft, denke ich, ist uns auch klar, bei wem die Produktionsmittel gehören. Ich kürze das mal mit PM ab, dass das nicht so unübersichtlich wird. Also ganz allgemein wieder dem Staat oder möchten wir einen Fachbegriff benutzen, dem sogenannten Kollektiv der Gemeinschaft also. Dann müssen wir uns nochmal Gedanken machen über die Preisbildung und über die Lohnbildung. Preis- und Lohnbildung also. Die Preis- und Lohnbildung, klar, ne? Preisbildung erfolgt in unserer Marktwirtschaft über Angebot und Nachfrage. Und genau das ist eben der Fakt in der Planwirtschaft nicht. In der Planwirtschaft haben wir nämlich eine zentrale Fixierung. Durch den Staat. Machen wir weiter mit der Lohnbildung. Die Lohnbildung erfolgt in der Marktwirtschaft sozusagen ganz allgemein formuliert, ist das Einkommen Ausdruck der persönlichen Leistung und Risikobereitschaft. Das muss man einfach so sagen, ne? Wenn jemand keinen Bock hat zu arbeiten, dann muss er dies auch nicht unbedingt. Er gibt keine persönliche Leistung und geht auch kein Risiko ein, denn er hat einfach keine Lust zu arbeiten. Sprich, er erhält wenig Einkommen oder gar kein Einkommen und ist arbeitslos. Ne? Also unsere Lohnbildung ist im Prinzip Ausdruck der persönlichen Leistung und Risikobereitschaft. Hier ist, denke ich, aber eher relevant zu erwähnen, unsere Lohnbildung erfolgt durch Gewerkschaften ganz allgemein. Durch Gewerkschaften, durch sogenannte Tarifverträge, ja, und durch die Einigung auf einen bestimmten zentralen Lohn. Auch hier Lohnbildung, selbstverständliche zentrale Fixierung durch den Staat. Wollen wir nicht drüber reden. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch Ziele. Ziele der Marktwirtschaft. Da gibt es ganz viele. Ich sag mal, kurz zusammengefasst, Gewinn- und Leistungsprinzip. Ja? Was man darunter versteht, sage ich sofort. Also Gewinn- und Leistungsprinzip, darunter versteht man, kurze Geschichte, Unternehmen A erzeugt ein Gut. Dieses Unternehmen möchte dieses Gut mit dem höchstmöglichen Gewinn verkaufen, aber mit den kostengünstigsten Produktionsmethoden. Versteht ihr? Also im Prinzip maximaler Gewinn mit minimalem Aufwand, sozusagen. Das ist aber ganz allgemein und ganz kurz nur formuliert. Und bei der Planwirtschaft haben wir als hauptwirtschaftliches Ziel das Planerfüllungsziel. Zu den Planerfüllungszielen gibt es viele coole Geschichten, auch ganz klasse, wo, wenn wir hier an die wirtschaftlichen Ziele denken. Eine Geschichte davon, Planerfüllungsziel. Das Unternehmen gibt immer an, dem Staat gegenüber, in der Planwirtschaft, dass es weniger produzieren kann, als es eigentlich könnte, damit es nämlich immer seinen Plan erfüllt bekommt. Kann ein Unternehmen 100 Autos produzieren, gibt es in der Planwirtschaft ganz sicher nicht 100 an, sondern 90, damit es immer die 100 vorgeschriebenen auf jeden Fall erfüllen kann. Und das ist im Prinzip das große Problem der Planwirtschaft, ne?
Ja, unser Ziel ist nämlich nur Planerfüllung. Unser Ziel ist nicht höchstmöglicher Gewinn. Unser Ziel ist nicht höchstmöglich wenig Produktionskosten zu haben. Nein, unser Ziel ist immer nur Planerfüllungsziel. Denn ob ich 100 Autos verkaufe, ne, oder nicht, oder mehr oder weniger, das ist nur für den Staat interessant. Weil der Staat, alles gehört dem Staat in der Planwirtschaft. Kann man so ganz, ganz allgemein formuliert, denke ich, verstehen. Soweit zum Vergleich der beiden Wirtschaftsordnungen Marktwirtschaft und Planwirtschaft. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und bis zur nächsten Folge.